Also, der lange Marsch. Von Lieserli hier. Und warte, die Torte war Musli oder was? Und bitte mal, nach dem Samenerguss sind die Spermien noch unten wirklich im zähflüssigen Sekret der Bläschendrüsen eingeschlossen. Erst nach 15 bis 30 Minuten sorgt vor allem das Sekret aus der Prostata dafür, dass sich die Sperma verflüssigt und die Samenzellen sich nun selbstständig bewegen können. Sobald die Spermien ihre Bewegungsfähigkeit erlangt haben, machen sie sich auf den 12 bis 15 cm langen Weg durch die Gebärmutter in die Eileiter. Egal, ob sich dort eine Eizelle befindet oder nicht. Gemessen an ihrer Winzigkeit sind die Samenzellen ziemlich schnell. Unter günstigen Bedingungen legen sie innerhalb einer Minute eine Strecke von 3 bis 4 mm zurück, sodass sie in weniger als einer Stunde die Eileiter erreichen können. Doch der Weg dorthin ist für die Spermien gefährlich und hürdenreich. Wenn der Millionenschar am Anfang schaffen, es gerade mal einige Tausend in die Gebärmutter. In die Eileiter gelangen nur noch wenige Hundert. Am Ende ist die Befruchtung der Eizelle dann nur einem einzigen Spermien vorbehalten. Wie haben die das gezählt? Ja, das war mich auch. Alle anderen sterben bald darauf ab und werden vom weiblichen Körper abgebaut. Jene Spermien, die den Weg durch die Scheide unbeschadet überstanden haben, müssen einen Schleimfropf auf den Zervixschleim durchdringen, der den Eingang in die Gebärmutter versperrt. Meistens ist bereits an dieser Stelle Endstation, denn erst kurz vor der Eisprungphase verflüssigt sich dieser Schleim, sodass die Spermien leichter hindurchschwimmen können. Wie Wackelpudding. Woher weißt du das? Zu diesem Zeitpunkt ist auch der Gehalt an Fructose in dem Schleim am höchsten. Und diese Zuckerverbindung brauchen die Spermien als Energiequelle. Immerhin ist der weitere Weg kraftraubend, denn um einen Zentimeter voranzukommen, müssen die Spermien rund 8000 Schwanzbewegungen ausführen. Zu guter Letzt hilft ihnen auch die Gebärmutter zum Ei zu gelangen, indem sie sich besonders während der Eisprungphase hin und wieder zusammenzieht und die Spermien dadurch regelrecht in die Eileiter hochpumpt. Am Ende der Gebärmutter angelangt, müssen sich die Spermien entscheiden, ob sie in den linken oder den rechten Eileiter abbiegen. Interessanterweise bewegen sich mehr Spermien in jenen Eileiter, in dem sich auch die Eizelle befindet. Ach, und das nee. Kann jeden Monat der eine oder der andere sein. Wonach die Spermien sich richten, ist noch nicht geklärt. Man vermutet, dass die Eizelle von Stoffen umgeben ist, die auf die Spermien wie ein Parfum eine gewisse Anziehungskraft ausüben. Erreichen die Samenzellen das weibliche Ei und hat ein Spermium den Eintritt in die Eizelle geschafft, wird ein Mechanismus ausgelöst, der allen weiteren Anwärtern den Zutritt verweigert. Die befruchtete Eizelle wandert dann weiter den Eileiter hinunter, um sich in der Schleimhaut der Gebärmutter einzunisten. Findet keine Befruchtung statt, löst sich die Eizelle spätestens 24 Stunden nach dem Eisprung auf und wird mit der Monatsblutung ausgeschieden. So, Pause. Übrigens. Pause. Mach mal Pause, lass uns mal ins Bier holen gehen. Bier holen.